Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir wollten jetzt eine Runde schlafen. Das haben wir auch gemacht. Bisschen mit der Zeit verzogen. Nicht ausrüsten. Es wird jetzt erst dunkel. Wollen wir mal gucken, ob wir... hier noch... etwas gegen zur Abschreckung bauen können. Und dann schlafen wir noch eine Runde. So, es ist wieder Tag. Magen gefüllt, Energie ist voll. 7 Arme brauchen wir noch. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal, dass wir uns hier ein Häuschen hingesetzt bekommen. 82. Fangen an, unser Häuschen zu bauen. So, die zwei noch hier hin. Verdreht. Und die Vögel zwitschern und zwitschern. Bis jetzt sind wir auch noch nicht auf Eingeborene direkt gestoßen. Wir können ja dann auch hier zumachen. So, dann würde ich sagen, wir holzen ein bisschen. Rodung. Dann bauen wir noch ein schönes Einkaufszentrum. Industrialisieren die Insel. Kabum. Und die fliegen wieder meterweit. Clever aufgefangen, dass wir nicht zu viele verlieren. Ist jetzt natürlich ohne die Einheimischen nicht so spannend. Aber wir wollen uns ja auch ein bisschen absichern. So, ich lagere die hier mal zwischen, dass wir nicht immer so weit laufen müssen. Power hat er hier keine mehr. Nehmen wir mal einen Energieregler.
welche Richtung? So, hoffen wir, dass wir die auch alle gerettet bekommen. Gucken, wie weit wir es schaffen, heute das Haus fertig zu bekommen. So, schön vorportioniert. So wie sich das gehört. Bei 5-mal gegen den Baum schlagen. So, da sind wir voll. Es fehlen jetzt nur noch 72. 7 Stück haben wir da. Baum. Oh, Baum fällt. Welche Richtung? Auch wieder. Jetzt mal ganz elegant die Beine weggefangen. Und er läuft, läuft, läuft. Ist jetzt natürlich ohne die Einheimischen nicht so sonderlich spannend. Das tut mir auch leid. Aber wahrscheinlich haben wir sie so verschreckt. Mit der Waldrodung. So, welche willst du? Na, das passt. Kapping! Tja, keine Ahnung, wo die anderen Stämme. Okay. Da drehe ich nicht keine Fische, da drehe ich nicht hier Baumstämme. Wo wir nicht die ganze Zeit drin, sonst ist die Energie immer so schnell runter. Wir müssen die Bäume hier auch irgendwie wegnehmen, die aus dem Felsen wachsen. Soll jetzt auch der Fehler behoben sein, dass die Einheimischen von den Bäumen hängen bleiben, gebackt. Gucken, ob wir den hier abhölzen können. So, er wächst quasi auf dem Felsen. Gut. Gut, den kriegen wir dann wohl nicht. Kein Problem. Nehmen wir den hier. Dass er auch in die vernünftige Richtung fällt. Das ist nämlich schade, wenn wir aus eigentlichen 5 nur einen rausbekommen. Ganz gut gefallen. So, 64 noch. Es geht hier racki-zacki mit uns. Hm.
Der scheint über den Felsen teleportiert worden zu sein. Schon wieder Low Energy. Okay. Bei schönem Sonnenschein. Was hat nur gedonnert? Na, nimm auf. So ein Hasenkäfig wollen wir auch noch bauen. Ich warte nur noch, dass hier im Moment das Blim blim. Wir könnten ja auch hier noch eine Falle. Na, damit warten wir noch. Na, wo bist du hier? Da brauchen wir noch ein paar Stickies für. Den anscheinend nicht nehmen. Riegel. Der fällt uns genau vors Haus. Das könnte ja nicht besser sein. Wir bauen dann gleich mal an mehreren Stellen. So, da fehlen uns noch drei Stück. Dann ist das auch fertig. Hing da noch irgendwo einer in der Feldspalte. So, 53 ist ja noch eine kleine Mammutaufgabe. Ich denke denn nicht, dass wir damit heute noch fertig werden, aber am nächsten Tag sollten wir es doch denn eigentlich schaffen. Ich muss zwischendurch mal etwas langsamer gehen, damit unsere Energie sich wieder auffüllt. So, 51 Stück. Mal gucken, ob wir gleich noch ein paar Stickies finden. Dann brauchen wir nicht noch. Aber das, der -1-Fehler ist jetzt auch weg. Ist ja schon mal erfreulich. So, wir haben unsere Stickies.
kleiner Baum. Bekommen wir bestimmt auch die großen Blocks raus. Nicht sagen. Oder sind die hier runtergefallen? Okay. Gut, dann bekommen wir aus so einem kleinen Bäumen nur kleine Stickies raus. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Jetzt klettert er erstmal frech den Baum hoch. Aber dich kriegen wir auch noch. So, unsere drei Stickies, damit wir die Hasenfalle fertig machen können. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir da? Fackel brauchen wir nicht. So, 3450, 37 Grad ist unsere Körpertemperatur. Umgebungstemperatur 13 Grad Celsius. Gut. Dann holen wir uns auch die anderen Baumstämme. Nämlich die Sonne scheint, denke ich, bald wieder unterzugehen. So, die müssten noch hier irgendwo gedroppt sein. Stickies können wir noch mitnehmen. Keine. Vielleicht hier oben. Oh. Gut. Die wohl vielleicht bei unserem Glück ins Wasser gerollt. Sehr schön, in die richtige Richtung. Baumstamm fliegt. Und wir müssen mich bald wieder was essen. Aber die Eingeborenen haben sich noch nicht gezeigt. Das ist vielleicht ein ganz guter Spot hier. Schon wieder. Ich denke, unsere Zeit ist auch schon gleich wieder um. So, das Haus nimmt hier langsam Gestalt an. Vermehren tut sich hier nicht so viel. Oh. Der lag sehr günstig für uns. Den bringen wir mal noch schnell unter.
Also Energie ist jetzt auch ziemlich weit runter. So, Raw Lizard raufpacken. Ein bisschen anfeuern. Gucken, was wir noch alles im Inventar haben. Aloe Vera. Die Blätter. Used. Survival Buch. Blätter scheint es an keine mehr zu geben. So. Der Magen ist gefüllt. Die Sonne geht auch schon unter. Hier wird gevögelt. Hier fliegt der Vogel. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.